Leute, hier ist wieder euer Donner und weiter geht's mit dem Top, und zwar der 17. Und diesmal, würde ich sagen, wird ziemlich schwer. So, ziemlich großes Bauteil. Ich werde natürlich erst das Heft wieder vorstellen, dann das Bauteil. Und dann schauen wir mal, ob wir was bauen können. Wenn euch das Video gefällt, deckt einen Daumen nach oben. Und ich würde jetzt sagen, los geht's. Also, viel Spaß noch. So, liebe Leute, die 17, da schauen wir mal rein. Also, links natürlich wieder das Inhaltsverzeichnis, kennt ja jeder. Dann rechts ist die Shelby-Story wieder. Zweimal Fahrer des Jahres. Okay. Hat dann wahrscheinlich ein bisschen was hier erklärt. Ich weiß zwar jetzt nicht, um was es direkt geht, aber na gut. Okay. Muss man halt mal durchlesen. Dann kommen wir zu den Muscle Cars, und zwar Cadillac ATS V Coupé 2015. Ah, da kommen wir schon wieder in die neueren Gefilde. Ne? Sieht auch nicht schlecht aus. Und es wird natürlich wieder hart, klein, alles erklärt. Hier wieder die Tabelle mit den technischen Daten. Und dann kommen wir wieder rechts zum amerikanischen Traum, und zwar US-Polizeiautos. Die sehen ja auch ziemlich, ziemlich geil aus manchmal. Also ich finde ja auch die alten, wie hier diesen zum Beispiel hier, nicht schlecht. Das sind ja schon wieder ein bisschen die neueren. Oder wenn man hier inzwischen Ami-Filmen halt sieht, hier, was weiß ich, die sehen schon nicht schlecht aus. Gut, und jetzt kommen wir zur Bauleitung. Und zwar das Heckchassis. Und das hier, das ist schon ein ziemlich größeres Bauteil. Und wir können sogar was montieren, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ne? Sieht man hier. Auspuff kommt dran. Achso, ja, Auspuff kommt dran. Gut, okay. Und da sieht man hier das Ergebnis. Gut, schauen wir mal. Und dann sieht man hier, was diese Ausgabe wieder drin ist und was in der nächsten Ausgabe drin sein wird. Und jetzt schauen wir uns mal das Teil genauer an. So, liebe Leute, also ihr habt den Beutel schon mal liegen. Machen wir nochmal auf. Und das ist natürlich Metall, ne? So. Und es sieht ziemlich, ziemlich geil aus. Cool gemacht. Ich weiß zwar nicht, warum sie die Farbe rot genommen haben, aber wahrscheinlich war das original so. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben. Und es wiegt ganz schön viel. Also ziemlich auch massiv. Geil. Und auch sehr schön lackiert. Muss ich schon mal sagen. Gut. Okay. Und was kann man denn jetzt machen? Ich tue mal ganz schnell diesen Auspuff anrauchen. So, hier ist er. Und wie wird er jetzt angebaut? Und das ist natürlich die Frage. Ja. So, liebe Leute, also ihr müsst das Teil schon drehen. Ich habe das jetzt immer dran gemacht. Ich hatte das jetzt so gemacht. Aber es wird das so hingelegt. Okay. Und dann kommt es die Auspuffanlage hier rein. Und zwar hier, 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 hier und hier. Ne? Also die wird dann so reingelegt und fixiert. Ich das mal ein bisschen so. 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 So, hier. Genau. So sieht es nämlich dann aus. Das ist schon ziemlich cool. So. Und hier kommen dann die Schrauben. Nein, aber ich verstehe nicht, warum sie die Schrauben nicht mitgeliefert haben. Ne? Die sind auch, das sind auch, also hier steht auch drin, die Schrauben sind noch gar nicht mit dabei. Wir sollen das doch bitte aufbewahren. De Agostini, wir müssen reden. Warum tust du die Schrauben nicht mit rein? Aber naja, gut. Okay. Dann war es das schon wieder für diese Ausgabe. Also mehr ist es nicht. Ne? Also nochmal gucken. So. Okay. Gut. Tja, liebe Leute, manchmal steckt man halt nicht drin. Vielleicht war dann die Tüte zu schwer für die 6 Schrauben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall konnten wir es wenigstens draufstecken, damit wir wenigstens was gemacht haben an diesem Teil. Tja, da fehlen gerade mal wieder mal ein bisschen die Worte, aber es hat wahrscheinlich irgendwie eine Bedeutung, keine Ahnung. Okay, liebe Leute, das war die Ausgabe Nummer 17 von Bau den Mustang. Ich hoffe, es hat euch das ein bisschen gefallen und ja, ich hoffe, man sieht sich auch in einem der nächsten Videos wieder. Und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten bin ich jetzt raus, euer Daumen nach oben, schönen Tag, schönes Morgen und tschüss!